7:5 bezwingen die Kassel Huskies am Freitagabend in der DEL2 die Star Bulls aus Rosenheim. Den 2511 Zuschauern wurde in der Eishalle ein offener Schlagabtausch geboten. Was die Huskies aufs Eis zauberten, das war schon sehenswert. Es waren ja nicht nur die Tore, es war die ganze Art, wie die Schlittenhunde den Auftakt dominierten. Sie setzten den Gegner von Beginn an unter Dauerdruck. Nach 5 Minuten standen bereits 5 oder 6 klare Einschusschancen zu Buche. Dazu ein Pfostentreffer von Adriano Gaggiola, aber leider noch kein Tor. Das änderte sich aber bald und das sehr nachhaltig. Zwischen der 9. und 15. Minute schlugen die Gastgeber gleich 4-mal zu. Taylor Carnevale schießt den Puck von der Bande an die Kufen von Braden Pym, Abpraller 1:0. Manuel Klinge über rechts, ein Schuss wie ein Strich direkt in den Winkel, 2:0. Jamie McQueen im zweiten Anlauf, nachdem Jens Meilleur noch gescheitert war, 3:0. Jane DeHu aus der Halbdistanz, nachdem die Gäste komplett eingeschnürt worden waren, 4:0. Und Rosenheim fiel zunächst nur durch Ruppigkeiten auf. Unrühmlicher Höhepunkt, McLeod Check an der Bande gegen Marco Müller, der verletzt vom Eis musste. Das gab zu Recht eine Spieldauerstrafe. Es gab aber auch einen leichten Bruch im Spiel der Huskies, die zunächst in Überzahl sehr umständlich agierten und dann ab dem Mitteldrittel sehr sorglos in der Defensive. Das nahm man noch auf die leichte Schulter, als Manuel Edfelder traf, Katerprof aber postwendend in der 25. Minute auf 5:1 erhöhte. Als dann aber noch Dominik Daxelberger und David Valorani mit einem Doppelschlag die Kassler Deckungsnachlässigkeiten bestraften, drohte es bereits richtig brenzlig zu werden für die plötzlich verunsicherten Gastgeber. Zu diesem Zeitpunkt war es ganz wichtig, dass Jens Meilleur aufs Zuspiel von Carnevale in der 33. Minute erst einmal für etwas Beruhigung sorgen konnte. Richtig in Tritt aber kamen die Kassel Huskies einfach nicht mehr. Im Gegenteil, Rosenheim spielte auch im Schlussdrittel deutlich offensivstärker, hatte zunächst Pech mit einem Pfostentreffer, verkürzte in Überzahl dann aber erneut. Michael Rohner sorgte für das 6:4 und für Spannung, auf die die Husky-Fans gern verzichtet hätten. Zumal sie dann auch noch nach Sören Sturms Fehlpass in Überzahl den Anschlusstreffer durch Vollmeier in der 57. Minute kassierten. Erst in der Schlussminute sorgte Carnevale mit einem Schuss ins leere Tor für Erleichterung. Am Ende blieb das Fazit: So wie die Kassel Huskies kann man mal anfangen. So wie die Huskies sollte man aber nicht unbedingt nachlassen.